Wir sind Brigitte und Hannes. Seit 2,5 Jahren segeln wir gemeinsam um die Welt. Dafür haben wir uns einen Katamaran gekauft, mit dem wir von der französischen Atlantikküste im März 2021 auf die Barfußroute gestartet sind. Wir sind über Gibraltar, die Kanaren und die Kapverden, über den Atlantik bis in die Ostkaribik gesegelt. Hier sind wir nach Süden bis zu den Grenadinen, dann wieder nach Norden bis zu den British Virgin Islands gekommen und während der Hurrikansaison 2022 zu den ABC-Inseln und nach Kolumbien. Danach besuchten wir in der Dominikanischen Republik unser Patenkind Nicole, kamen nach den Turks and Caicos und den Exumas nach Florida. Über Kuba, Mexiko und Belize haben wir rechtzeitig zur Hurrikansaison 2023 Guatemala erreicht und besuchten kürzlich unser Patenkind Monika. Immer wieder werden wir gefragt, ob diese Art des Lebens gefährlich ist, ob wir gefährliche Situationen erlebt haben. Meist wird dabei schweres Wetter mit riesigen Wellen und pfeifenden Winden assoziiert. 2 Jahre lang haben wir mit dem Kopf geschüttelt und entspannt von den herrlichsten Momenten und den schönsten Orten berichtet. So gravity will not keep me down. The world will see the best of me. Die riesigen Wellen bei der Atlantiküberquerung sind beeindruckend und gewöhnungsbedürftig. Zu Beginn vielleicht auch beängstigend. Aber gefährlich sind sie nicht. Es sieht aus, als ob Maria Noah gleich von der nächsten anrollenden Welle verschlungen wird. Sanft wird sie aber jedes Mal aus dem Wellental über den langgezogenen Wellenkamm ins nächste Wellental gehoben. Wie so oft in meinem Leben habe ich mich für ein Glückskind gehalten und ich war immer der felsenfesten Überzeugung, dass die Dinge sich zum Rechten hin entwickeln werden. Seit einem halben Jahr hat sich das geändert. Geraten wir von einem Gefahrenbereich zum nächsten. Irgendwie ist der Wurm drin und nach insgesamt 25 Ländern machen wir uns Sorgen, ob das so weitergeht. Wir wünschen uns sehr, zu der Unbeschwertheit zurückzufinden, die wir davor empfunden haben. Wir werden schon gefragt, ob wir, um Klickraten zu generieren, sensationsgeil geworden sind. Ich kann euch beruhigen, hier wird nichts erfunden und meist kommt es in den Beiträgen nicht so beängstigend rüber, wie es tatsächlich in den Momenten ist. Schon allein, weil wir nicht so abgezockt sind, in einer Gefahrensituation erst einmal die Kamera zu zücken. Dafür sind wir in den Momenten viel zu sehr im Stress. Seit nunmehr 2 Jahren gehen wir jedem stärkeren Wind aus dem Weg. Bevor wir lossegeln, prüfen wir jedes Mal akribisch die zu erwartenden Windstärken. Wir gelten schon eher als Feiglinge als richtige Segler. Wir sind bei der Beurteilung der Wetterlage absolut konservativ. Wir motoren lieber, als dass es mal ruppig wird. Wir ankern mitten auf einem Binnensee in einem Wohngebiet der Millionenstadt Fort Lauderdale, Florida, als Brigitta plötzlich eine Tornado-Warnung aufs Handy bekommt. Und schon bricht die Hölle los. Das haben wir auch noch nicht erlebt. Mitten im Ankerfeld, auch plötzlich bekommen wir eine Tornado-Warnung aufs Handy und wenige Minuten später geht es hier ab wie Lotte. Man verliert wirklich total die Orientierung, wenn der Wind und der Regen einem horizontal sowas von ins Gesicht schlägt. Glücklicherweise scheint alles gut gegangen zu sein, obwohl immer noch viel Wind ist und viel Regen und wir bleiben mit laufenden Motoren hier klatschnass und hoffen, dass es bald mal ruhiger wird. Seit über 2 Jahren gehen wir jedem stärkeren Wind aus dem Weg. Und dann das. Mitten in der Millionenstadt Fort Lauderdale gießt es inzwischen seit 3 Tagen wie aus Kübeln. Mehr als 600 mm pro Quadratmeter. Ein Jahrtausendereignis. Die Stadt steht unter Wasser. Der Flughafen wird geschlossen. Die Wolkenbrüche werden von starken Winden begleitet. Plötzlich hat Brigitta eine Tornado-Warnung auf dem Handy. Wir sind total perplex, legen die Rettungswesten an und nehmen die wichtigsten persönlichen Dinge an uns. Wir wissen nicht so richtig, was wir tun sollen. Sollen wir um unsere Maria Noah kämpfen
oder uns in Sicherheit bringen? Die offizielle Warnung fordert uns eindeutig zum Verlassen des Schiffs auf. Während wir noch zögern, geht die Hölle auch schon los. Eine benachbarte Yacht misst 67 Knoten Wind. Er schlägt uns direkt ins Gesicht. Wir können kaum Luft holen. Eine Orientierung ist nicht mehr möglich. Erst spät am Abend nimmt der Wind deutlich ab. Es ist noch einmal alles gut gegangen. Der Anker hat gehalten. Wir haben zum Ausklarieren in Los Morros, ganz im Westen von Kuba, an einer alten, scharfkantigen Betonpier festgemacht. Die Formalitäten sind erledigt und wir warten ein angekündigtes Gewitter ab, bevor wir zur Isla Mujeres, Mexiko, aufbrechen wollen. Doch das Gewitter kommt und kommt nicht. Plötzlich bricht es aber doch los. Meterhohe Wellen bauen sich binnen weniger Minuten auf. Maria Noah droht an der Hafenkante zu zerschellen. Nachdem wir unseren Besuch dann verabschiedet hatten, sind wir unmittelbar aufgebrochen, eben hier an das westliche Ende des Capo San Antonio, um nach Mexiko überzusetzen. Aktuell warten wir hier so ein bisschen ein Gewitter ab, das irgendwie nicht kommen will. Es ist auf allen Medien angezeigt, es sollte erst um 12 kommen, jetzt soll es um 16 Uhr kommen. Aber ich glaube, es ist gerade 16 Uhr und von Gewitter keine Spur. Und sobald das Gewitter durch ist, wollen wir dann los und aufbrechen und die 24 Stunden zur Isla Mujeres nach Mexiko antreten. Ja, jetzt wird es irgendwie auch Zeit, dass es wieder weitergeht. Und plötzlich ist das Unwetter da. Mit 36 Knoten peitscht der Wind aus Norden unsere ungeschützt an einem Betonpier liegenden Maria Noah. Schnell bauen sich steile Wellen auf und Maria Noah springt auf und ab. Wir bringen zusätzlich Leine aus, da die Klampen am Pier drohen, aus dem Beton herausgerissen zu werden. Alle verfügbaren Fender werden zwischen Maria Noah und der scharfkantigen Pier gequetscht. Immer wieder wandern die Fender nach oben weg und müssen von uns erneut platziert werden. Hinter uns liegt ein kleiner Italiener. Sein kleiner Monohull droht an der Keimmauer zu zerschellen. Wir spendieren zwei Fender und retten buchstäblich das kleine Geschlecht aus unserem Boot. Wir sind erschöpft und platschnass. Maria Noah hat die Attacke überstanden. Wir brechen in Punta Allen, Mexiko auf, um in einem 24-Stunden-Turn San Pedro in Belize zu erreichen. Entgegen allen Wettervorhersagen baut sich schon bald vor uns eine schwarze Wand auf. Ein Starkwind bricht los und lässt stundenlang nicht nach. Die Wellen werden immer höher und steiler und brechen sich über Maria Noah. Was machst du Schönes? Was denn? Was machst du Schönes? Brot für morgen, also Brotteig zumindest schon mal. Ja, Prost, Prost, mein Schatz. Prost. Wir sind Punta Allen, hast du Punta gesagt? Punta Allen ist das, genau. Das ist irgendwie so ein Fjord oder so. Ja. Bahia de Asunción oder irgendwie so heißt diese Bucht. Und ja, da haben wir eine ganze Weile gebraucht, ne? 12 Stunden oder nee, ja, locker. Ich mehr glaube, es waren 14 oder 14, genau. Von Cozumel. Ja, von San Miguel. Sind wir hier, genau. Geknattert. Sind glücklicherweise mal
gesegelt. Ja, das war gut, ne? Endlich mal wieder. Endlich mal wieder gesegelt. Aber dafür hatten wir auch reichlich Welle von der Seite. Ne? Ja, also mir war die ganze Zeit nur schlecht. Das auf jeden Fall sind wir jetzt echt froh, dass wir hier sind und dass es schön ruhig ist und wir endlich was essen und vor allen Dingen ein Bier trinken können. Wir brechen auf in Punta Allen, Mexiko, um in einem 24-Stunden-Turn San Pedro in Belize zu erreichen. Wie das Kaninchen auf die Schlange können wir den Blick nicht von der Laufbahn des Hurricane Brett lassen, der den Atlantik bereits nahezu überquert hatte und nun in ein paar Tagen unsere Position erreichen wird. Für den Turn sind einige Gewitter, aber ansonsten Winde bis maximal 20 Knoten und Wellen bis 1,8 Meter angesagt. Als wir das offene Meer erreicht haben, nehmen wir Kurs Süd, setzen das Gros im ersten Reff und freuen uns, dass wir endlich einmal wieder segeln. Schon bald taucht vor uns aber eine schwarze Wand auf und wir begegnen einem Wetterphänomen, das in dieser Form neu für uns ist. Das stundenlange Gewitter, das in seiner Größe unausweichlich ist, hat keinen Blitz und keinen Donner, noch nicht einmal Regen. Der Wind aber dreht auf bis maximal 36 Knoten scheinbaren Wind. Dies nicht für eine vergleichsweise kurze Zeit wie bei einem Squall, es kennt auch keine Winddreher, sondern über Stunden. Eigentlich den ganzen verbleibenden Tag lang. Da der Sturm über Stunden bläst, bauen sich Wellen auf, die zum Teil höher sind als unsere Maria Noah. Sie brechen sich und die Kämme wehen ab. Sie sind steil und unregelmäßig und kommen direkt von der Seite. Um das Rigg zu schützen, haben wir immer weiter gerefft und kommen bald kaum noch voran. Beide Motoren laufen bereits, als wir auch noch den letzten Rest des Vorsieges einholen. Uns ist klar, dass wir so nicht weiterkommen und steuern die nächste Bucht an, wo wir im Schutz der Isla Owen Schutz haben. Für die 31 Meilen haben wir 8 Stunden gebraucht und einige kleinere Schäden sind am Schiff zu reparieren. Schwoin nennt man das Kreisen des Schiffes um seinen Anker. Was Maria Noah gar nicht mag, ist das Ankern in einer Strömung bei Wind aus der Gegenrichtung. Dann beginnt Maria Noah teilweise mit hoher Geschwindigkeit achten ins Ankerfeld zu fahren. Diese hatten vor Nassau eine Ausdehnung von über 80 Metern. So viel Platz muss in einem Ankerfeld erst einmal zur Verfügung stehen. Wenn nicht, kracht's. Und die Schuldfrage ist eindeutig. Hier in dem Pelican Case vor Hideaway Cay ist es anders. Der Ankergrund ist mit knapp 20 Metern ungewöhnlich tief. Entsprechend stecken wir sehr viel Kette, alles, was wir haben. Es ist friedlich und wir schlafen tief und fest, als mein berühmter Instinkt mich aus dem Bett und an Deck treibt. Ich schalte die Taschenlampe an und erschrecke. Die Mangroven sind zum Greifen nah und wir treiben noch immer auf sie zu. Hier ist das Wasser nur wenige Dezimeter tief. Gleich müssen wir aufsetzen oder in die Mangroven krachen. So, guten Morgen. Komm mal da rauf zu dir, ne? Warte mal, jetzt bist du gleich drauf, da. So. So, guten Morgen, ja. Ich muss mal ein bisschen sehen, dass ich hier trocknen bleibe. Wir haben also die ganze Nacht seit heute Nacht um zwei oder was Dauerregen mit Gewitter und so weiter und so fort. Und dann haben wir wieder ein sehr schönes Erlebnis gehabt heute Nacht. Unser Anker hat zwar gehalten, aber wir ankern ungefähr auf 20 Meter Tiefe hier vor Hideaway Key und der Wind hat plötzlich gedreht von Ost auf West und Hannes ist raus und hat geguckt, wo das Boot ist. Und wo hast du das Boot gesehen? Ja, zum Greifen nah an den Mangroven. Ja. Man konnte sie fast anfassen.
Ja, dadurch, dass wir so tief geankert haben, haben wir natürlich sehr viel Kette rausgelassen und durch den Wind sind wir voll fast in die Mangroben reingetrieben worden. Und dann haben wir erstmal probiert, die Kette ein bisschen kürzer zu ziehen, aber das hat irgendwie auch nichts gebracht. Also Anker hoch bei strömendem Regen. Und mächtig Wind dann noch einmal. Mächtig Wind, ja, genau. Anker hoch und dann zwischen den Mooringwellen, das war natürlich total schwarze Nacht, man konnte überhaupt nichts sehen, nochmal neu den Anker gesetzt, aber der hat dann ganz gut gehalten. Vor Ray K. Belize gehen wir an die Gästemooring und setzen zu dem Luxusresort über. Wir schlendern unter Palmen durch eine landschaftsplanerisch ausgesprochen edel designte Hotelanlage. Wir gönnen uns ein Bier vom Fass mit Blick auf Maria Noah. Zurück an Bord dreht der Wind auf und unser Schiff zerrt erheblich an der Mooring. Nennt es Umsicht oder Paranoia, ich habe die Anker-App angemacht. Nachts um 2.30 Uhr schlägt diese tatsächlich Alarm. Die Mooring ist gebrochen. Wir machen an der hiesigen Gastlieger-Mooring fest, um keine Korallen mit unserem Anker zu zerstören. Bezahlt wird im hiesigen Tauchcenter. Get some confidence. How many debates? Das Ray K. Island Resort ist sehr luxuriös und sehr gepflegt, aber auch ausgebucht, wie eine Google-Recherche ergibt. Ein geschmackvoller Ort für Menschen mit entsprechendem Geldbeutel. Zurück auf Maria Noah hat der Wind bereits zugenommen. Der Schwell ist enorm. Nach Sonnenuntergang wird es immer dramatischer. Ich beobachte 28 Knoten Wind und Maria Noah zerrt sehr an der Mooring, da wir vollkommen ungeschützt der Brandung ausgesetzt sind. An Schlaf ist erneut nicht zu denken. Nennt es Intuition oder Paranoia, ich habe den Ankeralarm angemacht und dieser springt dann tatsächlich um 2.30 Uhr an. Ich springe an Deck und mag meinen Augen nicht trauen. Die Insel ist nicht mehr da, wo sie eben noch war. Die Mooring ist gebrochen und wir treiben in pechschwarzer Nacht mit hoher Geschwindigkeit in ein Gebiet, das für seine Untiefen und Korallenköpfe bekannt ist. Deckslicht an und schnell unsere Leinen und die Reste der daran hängenden Mooring an Deck gezogen. Wir zerschneiden uns an den muschelbesetzten Tau, Hände, Beine und Füße, Blut überall. Erst dann können die Motoren gestartet werden. Wir fahren zurück auf unsere Tracking-Line des Vortals. Hier sind wir sicher, denn hier sind wir schon einmal durchgekommen. Es ist stockdunkel. Wir fahren rein nach Instrumenten in einem Revier, in dem mit Nachdruck gute Sichtvoraussetzung ist. Nach 2,5 Stunden gehen wir beim ersten Morgenlicht hinter South Long Cocoa Island vor Anker. Auf dem Weg zur quirligen Marina Nanajuana genießen wir die außergewöhnliche Natur des Rio Dulce Guatemala. In der romantischen Texan Bay verbringen wir einige bezaubernde Tage, bevor wir zu unserem letzten Schlag Richtung Marina aufbrechen. Nur 7 nautische Meilen vor unserem Ziel machen wir noch einmal einen Ankerstopp in einer großen Bucht bei Cayo Julio, in der wir ganz allein sind. Es regnet, es donnert und blitzt. Und plötzlich schlägt der Blitz in die Mastspitze ein. Bam! Leaving all my worries, I prepare for something new. Whatever it was that held me back, I'm sure it wasn't true. Holding on too long and unresolved questions hold you down. What could have been a friendly smile has turned into a frown. I'm moving on. Car, the road is long and full of dust. The landscape changes around me. On and on, I feel I must. Whatever happened to me happened for my highest good.
I read that in so many books, now it's almost understood. I'm moving on and on. On and on. I'm moving on and on. On and on. Auf dem Weg zur Nana Juana Marina ankern wir bei Cayo Julio am nördlichsten Rand der El Gofet. Das Wetter hat sich grundsätzlich geändert. Seit über einer Stunde schüttet es. Blitz und Donner kommen immer näher. Der zeitliche Abstand wird immer kürzer. Bei jedem Blitz zucke ich zusammen. Ich hasse das. Und plötzlich, BÄM! Ohrenbetäubend laut schlägt ein Blitz in Maria Noah ein. Es stinkt verbrannt. Das 12-Volt-Panel blinkt chaotisch. Das Victron und das Scheibnerpanel sind schwarz. Wir haben Schaden in der Elektronik. Welchen Schaden? Ja, keine Ahnung. Wir checken zuerst die Bilder. Wir scheinen aber keinen Wassereinbruch zu haben. Worst case ist nämlich, wenn der Blitz durchschlägt und ein Loch in den Rumpf unterhalb der Wasserlinie schlägt. Die Motoren können nicht gestartet werden, kein Licht in den Räumen. Das Windex liegt in Bruchstücken auf dem Deck verstreut. Wir sind also direkt getroffen worden. Wenn ich doch nur mehr Ahnung von Elektronik hätte und wenigstens die Motoren zum Laufen bringen könnte. Mit dem Funkgerät, das eigentlich heile wirkt, können wir niemanden erreichen. Später finden wir auch die VHF-Antenne pulverisiert an Deck. Wir bauen eine Plane über die Motorenräume, um irgendwie in ihnen arbeiten zu können. Es gelingt mir aber nicht, irgendwelche Schäden einzukreisen. Tja. Jetzt haben wir mal wieder ein krasses Erlebnis, auf das, was wir gerne verzichtet hätten. Wir haben ja noch 3 Tagen, die eigentlich relativ gut waren hier vom Wetter her, kommen Regen. Dafür heute auch schon viel Regen angesagt. Heute Vormittag war es noch einigermaßen gut, ne? Besser als wir befürchtet haben. Und dann sind wir ein bisschen weiter gefahren Richtung Marina. Maria kenne ich ja nicht. Maria Noah kenne ich. Maria Noah, ja. Marina. Naja, und was ist passiert? Ja, die Leute wollen es hören. Ja, genau. Blitzeinschlag, aber ja, volles Scheiße. Rohr. Ja, voll im Mast eingeschlagen. Und unsere Elektronik spinnt bzw. ist ganz tot. Und ich bin jetzt irgendwie auf der Suche überhaupt. Also wir können im Moment noch nicht mal die Motoren starten, um weiterzufahren. Navigation gibt es sowieso schon mal gar nicht. Und Internet, alles ist ausgefallen. Also unser Funkgerät geht zum Glück noch, ne? Da könnten wir dann zur Not können wir mit dem Funkgerät irgendwie Hilfe rufen, dass die uns abschleppen. Also wir hoffen irgendwie noch mal die Motoren gestartet zu bekommen und mal gucken. Ja, es ist 3 Uhr und hoffen jetzt, dass es irgendwann mal aufhört zu regnen, ne? Ja, wenn an die Motorräume rein. Kann ja nur nicht mehr in die Motorräume rein, weil es so schüttet. Mhm. Okay, ich muss mal weitermachen. Wir sind Brigitta und Hannes. Wir haben uns entschlossen, gemeinsam um die Welt zu segeln. Hierfür haben wir uns einen Katamaran, eine Lagoon 40, gekauft. Diese haben wir nach unseren Vorstellungen ausgerüstet und wohnlich eingerichtet. Denn Maria Noah ist für unbestimmte Zeit unser schwimmendes Zuhause. Mit Maria Noah sind wir von Le Sable an der französischen Atlantikküste über Gibraltar und den Kanaren auf die Barfußroute gestartet. Viele Abenteuer liegen vor uns, die wir mit euch teilen wollen.